Seid gegrüßt zu einem neuen Wirtschaftstalk. Wir sprechen heute darüber, wie die EZB ihre Zinserhöhung begründet. Vor anderthalb Jahren war sie da nämlich noch anderer Meinung und war der Meinung, dass Zinsen eben nicht angehoben werden müssen, da dieser Energiepreisschock, den wir sehen, temporär sei. Aber dazu später mehr. Jan erzählt euch jetzt erstmal etwas darüber, wie die EZB in ihrer Geschichte so ihre Entscheidung gefällt hat. Ja, weil das ist eigentlich ganz interessant und auch wichtig zu verstehen. Hat die EZB überhaupt eine eigene Meinung und wenn ja, seit wann? Wenn man sich die Geschichte der EZB anschaut, die ist jetzt ja noch nicht so alt und sich mal anschaut, was so der erste Präsident, der zweite Präsident, was die so gemacht haben, dann erkennt man, dass ein Wim Duisenburg, dass ein Jean-Claude Trichet eigentlich nur die Geldpolitik von der Fed stets kopiert haben. Das heißt, wenn die da Zinsen verändert haben, zack, hat die EZB auch die Leitzinsen in die gleiche Richtung verändert. Bedeutet, man hatte noch nicht wirklich eine eigene Meinung, man hat einfach immer nur die Geldpolitik der Fed kopiert. Das hat natürlich verschiedene Gründe gehabt, unter anderem wollte man den Wechselkurs damit nicht beeinflussen, dadurch, dass man quasi das gleiche Zinsniveau mitgeht wie Amerika. Und dann kam es zur Weltfinanzkrise. In Amerika machte man unkonventionelle Geldpolitik und auch Jean-Claude Trichet hat schon erste unkonventionelle Geldpolitik betrieben in einem relativ kleinen Ausmaß. Und auch noch unter Draghi hat man im Grunde genommen eine sehr ähnliche Leitzinspolitik verfolgt wie die Fed, also weiterhin kopiert. Aber Draghi war sozusagen der Erste, der jetzt wirklich mal etwas Größeres gemacht hat mit seiner berühmten Rede Whatever It Takes, mit dem OMT-Programm hat er sich gegen die Zinsdivergenzen im Euroraum gestemmt, was zu dem Zeitpunkt sehr wichtig war. Und das kann man schon ja als eine eigene Meinung bezeichnen. Also die EZB hat schon wieder mal ein individuelles gemacht, aber war extrem stark beeinflusst von der Fed. Und deswegen hat uns die Corona-Krise eigentlich etwas sehr Interessantes gelehrt. Lagarde etwas sehr Interessantes gelernt, denn dort ist 3 Monate etwas sehr Spannendes passiert, was die Leitzinspolitik betrifft. Und damit übergebe ich nämlich jetzt das Wort. Was hat die EZB anders gemacht als die Fed am Anfang der Corona-Krise? Ja, nicht mal am Anfang, das war relativ gegen Ende, das war 2021. Da ist die Fed langsam von die Inflation ist nur transitorisch, die wird bald vorübergehen, zu die Inflation ist dauerhaft umgesteuert. Also schon vor Beginn des Ukraine-Krieges. Und auch am Ende der Corona-Krise begann ja schon dieser Energiepreisschock, den wir jetzt sehen. Da hat die EZB noch gesagt, nein, die Inflation ist nur temporär und das hat sie auch noch nach Februar 2022, also nach Beginn des Ukraine-Krieges, noch für ein paar Wochen gesagt, bevor sie dann umgesteuert ist. Wir gucken uns jetzt mal die Argumentation aus vom 8. November 2021 aus einem Vortrag von Philip Laney, dem Chefvolkswirt der EZB, an. Das ist jetzt ein etwas längeres Zitat, aber es ist sehr interessant, was er dort zum Energiepreisschock bzw. zur Natur eines Energiepreisschocks schreibt. Drittens ist der größte Einzelfaktor für die derzeitig hohe Inflationsrate der Anstieg der Energiepreise. Während die Energieinflation sowohl durch Basiseffekte als auch durch Engpasseffekte beeinflusst werden, ist der Beitrag der Energie zur Gesamtinflation in naher Zukunft typischerweise stärker als mittelfristig, auch aufgrund der negativen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der hohen Energiepreise. Da der Euroraum insbesondere ein bedeutender Nettoimporteur von Energie ist, stellt ein Anstieg der globalen Energiepreise einen negativen Terms of Trade Shock dar, der die Nettoeinnahmen europäischer Unternehmen und das verfügbare Einkommen europäischer Haushalte schmälert. Sprich, so ein Energiepreisschock, der schadet der Konjunktur, der wirkt langfristig eher deflationär als inflationär. Und deswegen kommt die EZB auch zu einer, also kommt Laney hier zu einer ziemlich klaren Schlussfolgerung. Es liegt jedoch in der Natur einer solchen durch Engpässe verursachten Inflation, dass es eine inhärente vorübergehende Komponente gibt. Und am Ende das Fazit seines Vortrags ist, zusammengenommen erklären diese drei Kräfte, warum die Inflation vorübergehend hoch ist und liefern solide Gründe für die Annahme, dass die Inflation im Laufe des nächsten Jahres sinken wird. Also Laney sagt hier ganz klar, dieser Energiepreisschock ist temporär und danach, also der erhöht einmalig das Preisniveau und die Inflationsrate, also die Steigerung des Preisniveaus im Vergleich zum Vorjahr, die wird wieder zurückgehen. Und der Ukraine-Krieg, der ändert daran ja nichts. Der sorgt ja, der ist ja auch nur ein temporäres Phänomen.
Auch der Anstieg der Energiepreise, der dadurch zustande gekommen ist, ist ja nicht dauerhaft. Also es gibt keinen Grund zur Annahme, dass das nach Corona und während des Ukraine-Krieges, dass es da irgendwelche bedeutenden Unterschiede gäbe. Vor allem sehen wir ja jetzt an den Börsenpreisen, dass die Energiepreise seit Sommer 2022 schon wieder im Sinkflug sind. Also dass das auch kein dauerhaftes Phänomen ist. Und so kommt die EZB in ihrer ersten Prognose im März 2022, als sie noch auf Linie war, also als sie noch nicht die Zinsen anheben wollte, sondern die Zinsen erstmal niedrig lassen wollte, kommt sie zu der Schlussfolgerung, dass diese Inflation wohl bald vorübergehen wird. Sie prognostiziert da noch eine Inflation für das Jahr 2023 von 2,1% und für das Jahr 2024 von 1,9%. Wobei man sagen muss, dass solche konkreten Inflationsprognosen immer sehr problematisch sind, da man Inflation nie so exakt auf die Nachkommastelle genau vorhersagen kann. Man könnte vielleicht eine Aussage darüber treffen, sie wird eher steigen, sie wird eher sinken, aber solche konkreten Prognosen sind immer problematisch. Aber es zeigt noch, dass die EZB sich damals vollkommen klar war, dass dieser Energiepreisschock eben ein temporäres Phänomen ist. Auch bei den Löhnen sah die EZB im März 2022 keine Beschleunigung. Sie sagte für das Jahr 2022 eben 1,3%, für 2023 auch 1,3% und für 2024 1,9% steigende Lohnstückkosten voraus. Also Lohnstückkosten, die jedes Jahr weniger als 2% pro Jahr steigen werden. Auch das ist null inflationär, ganz im Gegenteil. Das sind ja eher zu niedrige Steigerungen sogar. Also es gab wirklich aus damaliger Sicht keinen Grund dafür, die Zinsen anzuheben. Und trotzdem steuert die EZB auf Basis dieser Prognosen. Auf Basis dieser Prognosen steuerte sie um, ohne dass es dafür irgendeinen stichhaltigen Grund gab. Und da werden wir uns gleich mal anschauen, wie Philipp Lane jetzt argumentiert. Aber was meinst du denn? Was hat sich im Frühjahr 2022 geändert? Vielleicht erstmal nochmal zu der Situation. Das war halt historisch sehr, sehr spannend, dass die EZB quasi eine ganz andere Strategie plötzlich verfolgt hat als die Fed. Damit hat Christine Lagarde sich schon mal in die Geschichtsbücher reingeschrieben. Und ja, dieser Zustand hielt dann, wie bereits erwähnt, ungefähr 3 Monate. Bedeutet, 3 Monate liefen die Geldpolitiken auseinander. Und das war halt sehr, sehr spannend. Und dann hat man ja mehr oder weniger sich quasi wieder der Fed angeschlossen und hat zu den Zinssteigerungen gegriffen, also hat quasi nachgezogen, obwohl man ja diese solide Argumentationskette hatte mit der entsprechenden Prognose dazu. Vielleicht auch nochmal zu den Prognosen. Ja, solche Prognosen funktionieren natürlich nur, wenn die Annahmen stimmen und sollte es zu weiteren Knappheiten kommen und so weiter, dann sind die Prognosen natürlich hinfällig, müssen neue Prognosen gemacht werden. Wenn aber die neuen Preissteigerungen mit den alten Gründen quasi eintreten, dann muss man natürlich nicht die Zinsen auf dessen Begründung anheben. Bedeutet, mit dieser Argumentationsbasis hat man sich eine Argumentationsbasis geschaffen damals, die Zinsen unten zu halten und plötzlich, obwohl man weiterhin quasi die gleichen Gründe, weiterhin die gleichen Gründe vorliegen, hebt man die Zinsen an. Ja, man kann es nicht wirklich begründen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil es gibt keinen soliden Grund. Vielleicht auch nochmal für die Leute, die das mit der Geldmenge alles begründen und was weiß ich, auch die Geldmenge geht aktuell zurück, Geldmenge am 1 geht zurück. Also man kann es einfach nicht begründen und deswegen eiert Lagarde in den Pressekonferenzen auch rum, wenn sie irgendwie begründen möchte, dass die Inflation langfristig hoch bleibt, auch wenn sie gesagt hat, ja, sie ist gekommen, um zu bleiben. Sie kann es nicht begründen. Ja, und aus diesen Gründen hat die EZB dann gesagt, ja, wir erhöhen die Zinsen nicht in ihren, beziehungsweise wir erhöhen sie nur ganz, ganz, ganz leicht und zwar erst in weiter Ferne. Für den 3-Monats-Euribor, also den Interbankenzinssatz für das Jahr 2023, prognostizierte sie, dass dieser 0,3% betragen würde. Und können ja jetzt, es ist ja 2023, mal nachschauen, wie hoch der Euribor ist. Für 3 Monate liegt er bei 3,8%. Also der liegt 3,5 Prozentpunkte höher als damals von der EZB prognostiziert. Also das ist natürlich keine verlässliche Geldpolitik. Welches Unternehmen, welcher Häuslebauer soll damit vernünftig planen, wenn die EZB sich von heute auf morgen aus fragwürdigen Gründen, dazu kommen wir gleich, umentscheidet, ihre Geldpolitik zu ändern? Also diese Zinsprojektionen, die dienen ja auch dazu, dass Unternehmen Planungssicherheit haben. Wenn die von heute auf morgen umwirft, dann löst man jede Menge Chaos aus. Das sehen wir ja an der aktuellen Schwäche des Bausektors. Das hatten wir ja schon im letzten Video thematisiert.
Ja, das ist ja auch oberwitzig für mich als Unternehmen. Ja. Jetzt kommen diese weiteren externen Schocks, die also dann die Preise in die Höhe treiben. Und gleichzeitig packt noch die Zentralbank die Zinserhöhung da drauf, weil durch diese Schocks die Preise steigen. Das heißt, für mich als Unternehmen steigen die Preise. Da kann ich nichts gegen machen. Und gleichzeitig kommt noch eine Zentralbank an und die sagt, weil die Preise steigen, müssen wir auch noch Kredite teurer machen. Dass das keine nachhaltige Strategie ist, wenn aus dieser Begründung die Preise steigen, das sollte an dieser Stelle ja mal klar werden. Und warum lief die Prognose so schief? Warum haben Sie damals gesagt, jetzt liegen die Zinsen unter 0,5%? Und warum liegen die Zinsen jetzt so hoch? Ja, es liegt einfach, wie gesagt, an den externen Schocks. Je mehr Schocks es gab, desto mehr sind die da am Rumspinnen und denken, sie müssen irgendwie mit steigenden Zinsen darauf reagieren. Ja. Philipp Lane hat jetzt, um zur aktuellen Situation zu kommen, am 6. März 2023 einen weiteren Vortrag gehalten, und dort hat er halt begründet, wieso die EZB ihre Zinserhöhung, einerseits die Zinsen erhöht und andererseits damit weitermachen wird. Also die EZB hat die Zinsen ja zuletzt im Juli angehoben. Der Leitzins liegt bei mittlerweile 4,25%, der Einlagezins bei 3,75%. Naja, Laney sagte damals, für die EZB besteht die Priorität der Geldpolitik darin, sicherzustellen, dass die Inflation rechtzeitig zum Ziel zurückkehrt. Die aktuellen Informationen über den zugrunde liegenden Inflationsdruck deuten darauf hin, dass es angemessen sein wird, die Zinsen über unsere Märzsitzung hinaus weiter anzuheben. Während die genaue Kalibrierung über März hinaus in den bevorstehenden makroökonomischen Projektionen enthaltenen Informationen sowie die eingehenden Daten zur Inflation und der Funktionsweise widerspiegeln sollte. Ja. Ja, vielleicht erst noch zu dem Ziel etwas. Ja, den. Im Grunde genommen ist das ja schon Quatsch, weil Sie haben Ihr Ziel jetzt ja so weit aufgelockert, dass Sie einfach sagen, dass Sie quasi ja, langfristig diese 2% halten und Abweichungen nach oben, nach unten vorliegen können. Das ist sozusagen nur im Durchschnitt diese 2% Inflation vorliegen. Das heißt, Sie haben kein wirkliches System mehr, wenn man ehrlich ist, dadurch, weil niemand weiß genau, in welchem Zeitraum sollen jetzt diese 2% Inflation durchschnittlich vorliegen. Er bezieht sich jetzt natürlich auf diese 2% damit. Und zweitens noch eine Sache dazu, die Anfang des Jahres also sehr, sehr spannend ist. Die EZB veröffentlicht die Erzeugerpreisinflation, zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen erhöht, ja, und sagt ja, das ist ein Vorläufer für die Verbraucherpreisinflation. Okay, so weit, so gut, wissen wir alle mittlerweile, ne? Mittlerweile, wo sie immer noch auf Zinserhöhungen plädieren, sind die Erzeugerpreise ja null, in einigen Ländern negativ. Ja. Das heißt, sie haben schon wieder eine weitere Argumentation quasi für bleibende Inflation verloren und sie halten immer noch an den Zinserhöhungen fest. Und es wird natürlich langsam dünn, das Ganze irgendwie noch zu begründen. Ja, Laney drückt sich in diesem Vortrag auch sehr vorsichtig aus, weil ihm, glaube ich, das mit den Erzeugerpreisen natürlich klar ist. Er schreibt dort, mittelfristige Komponenten der Inflation tragen plausibel auch zu einer rückläufigen Inflation bei. Die Unterscheidung zwischen revertierenden und mittelfristigen Inflationskomponenten stellt die größte analytische Herausforderung dar und ist zwangsläufig mit großer Unsicherheit behaftet. Also, er hatte ja 2021 noch gesagt, der Energiepreisschock, der wirkt langfristig sogar eher deflationär. Jetzt, ja, mal gucken, wie lange die Engpässe anhalten. Vielleicht ist das mittelfristig. Aber nein, er hatte 2021 recht. Da hat er gesagt, das ist kurzfristiger Schock. Das wirkt langfristig eher deflationär, da es den Haushalten Kaufkraft raubt. Und es gibt absolut keinen Grund anzunehmen, dass das zu einer langfristig hohen Inflation führt. Also. Ja, wir haben jetzt aber, jetzt haben wir quasi nur zwei Möglichkeiten, warum der aktuell so einen Unsinn labert. Also entweder er weiß ganz genau, dass wir jetzt in die Deflation rutschen und er möchte jetzt noch irgendetwas daherreden, dass er noch 3 Monate ruhig schlafen kann, oder er versteht einfach nichts, ne? Weil die EZB rutscht jetzt ja quasi in eine für sie noch schlimmere Situation, weil gegen Deflation kann sie überhaupt nichts machen. Sie kann so viele Anleihen kaufen, wie sie möchte. Die Unternehmen haben aktuell ganz viele freistehende Kapazitäten, die werden nichts investieren, auch wenn sie die Zinsen auf Null zieht. Das muss sie natürlich machen, um irgendwie die Situation zu verbessern, aber sie kann kaum etwas verbessern. Das muss die Fiskalpolitik machen und wir kennen die europäische Fiskalpolitik. Ja, die wird sehr wenig machen. Also wir werden ja in den nächsten Monaten auch sehen, dass die Inflationsrate im Vorjahresvergleich wahrscheinlich wieder unter 2% sinken wird. Das ist aktuell, wenn jetzt nicht noch irgendein kurzfristiger Schock in den nächsten paar Wochen oder Monaten dazwischen kommt, relativ klar. Und dann wird die EZB wahrscheinlich behaupten, dass diese Zinserhöhung, die sie jetzt gemacht hat, dafür verantwortlich waren, dass die Inflation gesunken ist.
Also ich glaube, das wird dann die Argumentation sein, um diese Zinserhöhung zu rechtfertigen. Ja, und das vielleicht dazu noch, was Schlimme ist, wenn wir uns mal das berühmte Ölkartell anschauen, die wollen ja immer mal gerne die Ölmenge verknappen. Das heißt, weitere externe Schocks sind ja durchaus möglich und die EZB wird darauf reagieren, wieder mit steigenden Zinsen. Ja, das heißt, wir haben die absurde Situation, wenn nichts mehr passiert, dann wird langsam klar werden, dass die komplett daneben lagen, jedem. Aber wenn jetzt weitere Schocks kommen, dann werden die weiter die Zinsen anheben und werden ja die Wirtschaft noch kaputter machen und in eine Situation steuern, die sie selber dann halt eben nicht mehr handeln können. Wie gesagt, wenn die jetzt in die Deflation rutschen, hat die EZB keine Chance. Das haben wir im letzten Jahrzehnt schon gesehen. Sie können die Inflation nicht anheben über ihre Ankaufprogramme und ja, das ist also eine Situation, sie schaffen sich selber ein unlösbares Problem für sie. Wo du schon Deflation ansprichst, das ist ein relativ interessanter Punkt. China ist ja vor einem Monat in die Deflation gerutscht. Das heißt, wir sehen in einem Land, das keine Zinserhöhung gemacht hat, das ein relativ hohes Wachstum hatte und das natürlich auch von diesem globalen Energiepreisschock getroffen wurde, dass das in die Deflation rutschen konnte. Also, das ist so ziemlich das beste Beispiel, dass die Zinspolitik der EZB zu dem Preisrückgang jetzt sehr, sehr wenig beigetragen hat. Übrigens zu der chinesischen Geldpolitik, da hatte ich eine schöne Diskussion ich ja mal mit einem Abonnenten, Abonnenten weiß ich gar nicht, aber mit jemandem in den Kommentaren. Die chinesische Geldpolitik ist quasi komplett frei. Also sie ist quasi komplett unabhängig von jeder anderen Geldpolitik, liegt unter anderem an den riesigen Währungsreserven, die die haben in Form von Staatsanleihen und einfach daran, dass sie quasi nicht den Status einer unabhängigen Zentralbank haben. Nein, die dürfen auch mit ihrer Fiskalpolitik kooperieren. Das tun sie auch. Und bedeutet, die handeln quasi ja makroökonomisch möglichst sinnvoll, wenn wir das jetzt mal so ausdrücken wollen. Die haben jetzt kein quatschiges Ziel oder sonst etwas. Und deswegen haben wir das tatsächlich in der Vergangenheit immer mal wieder gesehen, dass die chinesische Zentralbank überraschend die Zinsen gesenkt hat. Und ja, der chinesischen Zentralbank kann man diese Deflation also jetzt nicht irgendwie ankreiden. Sie haben ihr Möglichstes getan, um das zu verhindern. Ja, und jetzt sind wir halt in dieser Situation dort. China hatte in den letzten, ja, 25 Jahren immer eine sehr vernünftige Lohnpolitik, die eben für diese stabilen und niedrigen Inflationsraten gesorgt hat. Das ist ja etwas, was in vielen Schwellenländern schlicht und ergreifend fehlt. Und China hat das sehr gut gemacht. Das ist auch ein Grund dafür, dass die Geldpolitik die Zinsen so lange auf so einem stabilen Niveau lassen konnte. Ja, und das ist auch schön, diese Lohnpolitik, die zeigt so schön, dass diese Mainstream-Modelle falsch sind, weil die Ökonomen haben ja noch vor 15 oder 10 Jahren rumgeschrien, oh mein Gott, die Chinesen heben die Löhne wieder um 10%, ja. Aber die Produktivität steigert sich da halt auch extrem. Das heißt, ihre eigene Mehrproduktion kaufen die selbst im Land, ja, und nicht wie Deutschland, wir schicken das Zeug mal hier weg, wir produzieren zwar mehr, aber der Wohlstand darf auf gar keinen Fall steigen. Ne? Das ist ja die deutsche Strategie. Und die Chinesen machen sowohl eine sinnvollere Geldpolitik als auch eine sinnvollere Lohnpolitik. Und das Ganze spiegelt sich natürlich auch im Wirtschaftswachstum wider. Ja, und wo du das schon ansprichst, dass diese chinesische Lohnpolitik, die hatte ja auch den Grund, dass China vor der Weltfinanzkrise sehr hohe Leistungsbilanzüberschüsse hatte. Und da wollte man den Binnenmarkt beleben, man wollte durch steigende Löhne dafür sorgen, dass die Menschen sich mehr kaufen können, dass man eben nicht mehr so großes Leistungsbilanzungleichgewicht hat. Und da sagt Philipp Lenny in seinem Vortrag aus dem November 2021 etwas sehr Interessantes zu. Jetzt kommt wieder ein längeres Zitat. Der Euroraum war über einen sehr langen Zeitraum hinweg mit einer starken Unterauslastung und schwachen mittelfristigen Nachfragebedingungen konfrontiert, was sich im chronisch hohen gesamtwirtschaftlichen Leistungsbilanzüberschuss widerspiegelt. Also dieser hohe Leistungsbilanzüberschuss, der ist ein Zeichen wirtschaftlicher Schwäche, nämlich auf dem Binnenmarkt. Das war der EZB damals vollkommen klar und dieser Leistungsbilanzüberschuss, der ist nicht verschwunden, der ist jetzt durch den Energiepreisschock etwas kleiner geworden, der wird jetzt mit sinkenden Energiepreisen wieder seine alten Höhen erreichen. Und ja, da schreibt Philipp Lenny weiter: Während die Finanzpolitik während der Pandemie stark antizyklisch war, wird die Fähigkeit der Finanzpolitik, die Gesamtnachfragedynamik mittelfristig zu unterstützen, durch die hohe Gesamtstaatsverschuldung und das Fehlen eingeschränkt einer dauerhaft fehlenden Fiskalkapazität. Naja, was er damit meint, ist der Vertrag von Maastricht, der schränkt halt die Möglichkeit der Staaten ein, zusätzliche Schulden zu machen. Und das führt dazu, dass sie jetzt versuchen zu sparen. Der Vertrag von Maastricht soll ja laut den Plänen der EU-Kommission ab 2024 wieder eingehalten werden. Und das ist sehr interessant, denn
Die EZB wusste damals genau, dass die Staaten wahrscheinlich sparen werden. Also das sagt er jetzt ziemlich deutlich. Und durch diese Zinserhöhung unter den Bedingungen des Vertrages von Maastricht verschärfen eben genau dieses Problem, da die Zinsausgaben der Staaten jetzt steigen. Also die EZB verschärft ein Problem, von dem sie genau weiß, dass es existiert. Ja, vielleicht auch nochmal zu dem Vertrag, der dann ab nächstes Jahr wieder gelten soll. Da ist man jetzt ja quasi auch schon, weil man jetzt langsam verstanden hat, dass dieser Vertrag absoluter Mist ist, wenn, keine Ahnung, 18 der 20 Euro-Länder allein dagegen verstoßen. In Deutschland noch nicht. Deswegen überlegt man aktuell, also wird überlegt, wie das jetzt genau dann in Kraft treten soll, dass man zum Beispiel, man macht eine Wachstumsprognose und dann macht man quasi den Plan, wie viel man ausgibt, ja. Und wenn jetzt angenommen, das Wachstum trifft nicht ein, darf man aber weiterhin die Ausgaben auf dem Niveau halten, wie sie geplant waren. Das heißt, man überlegt jetzt schon quasi, wenn man weiß, dass es Quatsch ist, wie man das dann wieder umgehen kann, anstatt einfach die Regeln auszusetzen. Keine Ahnung, auf welchem Niveau diese Diskussionen mittlerweile angekommen sind. Es ist halt absolut hirnrissig, was die da machen. Alle außer der deutsche Aber. Finanzminister wollen den Vertrag aktuell reformieren. Also auch, und dann noch diese sparsamen Länder im Norden, also Niederlande, Ja, Dänemark. ja. Und wahrscheinlich Kroatien auch nicht, weil die sind ja auch komplett deflationär, damit sie richtig schön in den Euro dieses Jahr eintreten können. Ja. Ich hatte jetzt schon die erste kroatische 50-Cent-Stück übrigens, habe mich gedacht, oh Mann, ja, jetzt ist es auch hier angekommen. Ja, aber das wird also sehr, sehr spannend, weil das ist natürlich ein Riesendeflationsdruck, ne, wenn der Vertrag wieder in Kraft tritt und der auch nur ansatzweise ernst genommen wird von den Ländern, ja, dann haben wir natürlich auch nochmal darüber einen Riesendeflationsdruck. Ja, und dieser hohe Leistungsbilanzüberschuss, also ist der müsste der EZB eigentlich komplett klar sein, dass wir eher eine schwächelnde Wirtschaft haben, also dass diese Nachfrage wirklich nur auf Angebotsengpässe und nicht auf nachfragebedingte Faktoren zurückzuführen ist. Also die EZB weiß das. Auch die relativ hohe Arbeitslosigkeit, die immer noch bei über 6% liegt, ist ja kein Indikator wirtschaftlicher Stärke, sondern im Gegenteil wirtschaftlicher Schwäche. Das ist ja auch ein großer Unterschied zu den Vereinigten Staaten, womit wir wieder beim Anfang wären. Die haben fast Vollbeschäftigung, also auch noch nicht ganz, aber in den USA ist die Arbeitslosigkeit wesentlich geringer als hier in der EU. Und da ist es halt völlig schwachsinnig, die Zinsen anzuheben, um durch eine höhere Arbeitslosigkeit nochmal Druck auf die Löhne auszuüben. Vor allem, wenn man sowieso weiß, dass die binnenwirtschaftliche Nachfrage zu schwach und nicht zu stark war über ein Jahrzehnt hinweg jetzt. Ja, genau. Also dazu auch noch vielleicht zwei Sachen. Wieder das Beispiel China, haben wir ja gerade eben schon angesprochen, die haben es halt genau richtig gemacht und die chinesischen Politiker haben sogar wirklich kommuniziert, wir wollen jetzt den Wohlstand von unserem Land mal steigern, also wollen wir die Mehrproduktion, die wir jedes Jahr haben, selbst konsumieren, also müssen wir die Löhne steigen lassen. Das ist tatsächlich die Argumentation, die dort vorgetragen wurde, was absolut zutreffend ist. Und genau das müssten wir halt jetzt auch machen, die Löhne gemäß der Produktivität steigern lassen, eigentlich sogar noch etwas höher aktuell, ne, weil wir haben ja einen Leistungsbilanzüberschuss, der muss ja abgebaut werden. Das heißt, wir müssen quasi jedes Jahr international Marktanteile verlieren und die Binnenwirtschaft stärken. Und das Zweite, was ich sagen wollte, habe ich jetzt gerade. Ach genau, das Zweite, was ich sagen wollte, in den USA hatten wir halt auch wieder eine historisch extrem spannende Situation, weil die Fed hat ja die Zinsen angehoben. Ja? Bedeutet, wenn gemessen nach ihrem Modell, ja, wollen sie dadurch die Arbeitslosigkeit erstmal erhöhen, ja, um quasi die Überhitzung der Wirtschaft sozusagen zu verhindern, abzukühlen. Und Biden steuert dagegen mit einer expansiven Fiskalpolitik. Das heißt, wir haben dort tatsächlich erkannt, dass die Fiskalpolitik gegen die Geldpolitik arbeitet. Der Fiskalpolitik ist es gelungen, überraschenderweise dominanter zu sein, die Arbeitslosigkeit abzubauen. Wie viel Prozent haben wir jetzt? 3%? Und die Inflation ist weg. Ja, also wer hatte jetzt recht? Vor allem die Lohnzuwächse in den USA, das war ein vorübergehendes Phänomen, dass die nach Corona so extrem hoch waren. Auch die normalisieren sich langsam wieder. Also auch da sieht das nicht nach dauerhafter Inflation aus. Trotz der niedrigen Arbeitslosigkeit. Also diese extremen Zinserhöhungen der Fed, da kann man sich auch langsam fragen, ob das so sinnvoll ist. Denn der Rückgang der Ja. Inflation in den USA, der dürfte eher dauerhaft sein. Also es gibt wirklich keinen Grund, nicht mal mehr starke Lohnzuwächse in den USA, der jetzt dafür sprechen würde, dass es da eine dauerhaft hohe Inflation gibt. Habe ich am Anfang ja auch noch nicht verstanden, muss ich ehrlich zugeben. Da habe ich noch gesagt, okay, es ist, was die USA macht, kann man deutlich besser begründen. Aber ja, im Nachhinein lernt man daraus, dass sie auch die Zinsen hätten einfach bei Null lassen hätten können. Also, oder Sie was ja sie leicht vorher waren, anheben weiß ich können. nicht Also, genau. dass die Fed 2021 trotz der starken Lohnzuwächse noch gesagt hat, Inflation ist transitorisch, das kann man ja tatsächlich kritisieren, dass die Fed da zu spät hingeschaut hat. Aber ja, dann die Zinsen so von 0%
in so immer Dreiviertelschritten fast auf bis um 5% hochzuschrauben, das ist natürlich brandgefährlich. Also, dass wir noch keine weltweite Finanzkrise dadurch haben, da können wir wirklich von Glück reden. Und je länger die Zinsen auf diesem Niveau, je länger die Zinsen auf diesem Niveau bleiben, desto gefährlicher ist das. Sowohl für die US-Wirtschaft als auch für die Weltwirtschaft. Also wer den Autor von unserem letzten Video verfolgt hat, Joseph Stiglitz, der hat halt von Anfang an gesagt, dass das einfach nur Nachholeffekte sind und dass man die Zinsen nicht anheben muss. Und komischerweise hat er damit recht, weil ja, jetzt hätten sie sich eigentlich sparen können. Aus meiner Sicht, jetzt im Nachhinein lernt man das daraus, weil die Fiskalpolitik hat sich ja durchgesetzt. Wir sind ja expansiv in den USA, ganz klar. Und diese Expansion ja, drückt sich jetzt nicht in einer langfristigen Inflationsrate aus. Und in der Eurozone, da gilt das noch viel, viel klarer. Da sehen wir absolut keine dauerhafte Beschleunigung der Inflation. Wir sehen nur temporäre Preisschocks, die bald vorbei sein werden. Und in anderen großen Wirtschaftsräumen, in Japan, in China, da sind sie schon größtenteils vorbei. Oder in den USA jetzt. Also es gibt wirklich keinen Grund dafür, dass diese Inflation dauerhaft sein wird. Die EZB steuert komplett in die falsche Richtung. Und wir haben gerade gesehen, dass. Ja, Philip Lane versucht das irgendwie zu rechtfertigen, damit das ja mittelfristig irgendwelche Gefahren bestünden, aber eigentlich gibt es ni nichts, was das rechtfertigen könnte. Ja, und vor allen Dingen nichts, was er mit seinen Zinsen da verhindern kann. Das ist absurd. Und ja, wenn wir einfach mal international uns anschauen, dann steht die Eurozone aktuell am schlechtesten da. Ja, also wenn wir jetzt davon absehen, dass natürlich einige Volkswirtschaften von Krieg oder sonst irgendetwas kaputt sind, die Eurozone macht es am schlechtesten. Ja, wenn wir uns vergleichen mit China, mit den USA, sogar mit Südamerika. Also das ist furchtbar, was wir hier machen. Russland. Ja, es ist, wir können suchen, wie wir wollen. Also der Euroraum ist katastrophal. Und deswegen die Stimmung gegen den Euro, klar, kommt die dann auf, weil hier nichts funktioniert und scheinbar auch nichts verstanden wird. Ja, dann würden wir sagen, wir sehen uns in ein paar Wochen wieder. Ja, würde ich auch Gucken, sagen, dass die gerne. EZB umsteuert bis dahin. Ciao. Ciao.